Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners, und heute habe ich hier eine weitere Woodford Reserve Master Collection, dieses Mal die 2017 Version, Cherry Wood Smoked Barley, Kentucky Straight Bourbon Whiskey, das habe ich hier und das ist die Serie Nummer 12, also ganz wichtig, es gab schon eine, zum Beispiel der 11. Version habe ich noch hier. Die kommt auch, die wurde schon verteilt. Das war die Brandy Cask Finish. Das war hier eine, auch eine schöne Sache. Kommt morgen in meine kleine Sample Flaschen, wird hier verteilt. Der ist gänzlich weg, inklusive auch Flasche dazu. Und das hier habe ich, aus England, nee, aus Frankreich gekriegt, 99 Euro. Das habe ich aus Deutschland bekommen, aus Augsburg, von Edeka Weiß oder Weiser. Und von Tobias, glaube ich, heißt der. Und das ist, habe ich 148 Euro dafür bezahlt. Fand ich auch ein bisschen happig, inklusive in Versand und so weiter. Aber Chris Morris hat jedes Jahr einfach mal etwas Neues ausprobiert. Und dieses Jahr hat er einfach gesagt, als Tribute zu Ehre jetzt hier von Oscar Pepper und James Crowe, das waren die Gründer damals, die genau eben auch in diese Gebäuden denn da, wo Woodford Reserve in der Nähe davon distilliert haben. Er wollte gerne was Neues probieren, das ist 70% Mais und das ist 30% gemälzte Gerste. Und die gemälzte Gerste wurde auch geräuchert mit Kirschholz. Cherry Wood Smoke. Also ich bin ganz gespannt, was ich hier tatsächlich in der Nase habe. 45,2%, das ist der Standard, auch bei Woodford Reserve. Dreifach destilliert, auch da war ich in der Distillerie im Sommer 2017, habe das dann gesehen. Da war es irgendwie 42 Grad, als ich da war, und in der Distillerie-Raum, also war es bestimmt weit über 50 Grad. Es war unerträglich heiß, da lief die Brühe einfach einem so runter. Aber es war so schön zu sehen, wie die Fässer dort mit abgefüllt waren. Chris Morris hat fünf verschiedene Sachen gemacht. Also diese Maskers Collection, und jedes Mal ist ein bisschen was anders. Manches, was er macht, ist gut gelungen. Ich fand den Brandy Cask absolut gut. Anderes muss man sagen, no. Also das Sour Mash war nicht meins, und ein paar andere Sachen muss ich auch sagen. Das war der Maple Wood, war auch nicht unbedingt meins und so weiter. So, this is a limited cherry wood smoked barley. Will ich das hier lesen? Das ist eigentlich nichts Besonderes jetzt hier. Da steht, the 2017 Master's Collection Cherry Wood a Smoked Barley Bourbon uses malted barley that has been exposed to wood smoke during the kilning process. Also die 2017 Ausgabe von Master's Collection Kirschholz geräucherte Malz. Bourbon benutzt gemälzte Gerste, das ausgesetzt wurde, dieses Rauch während des Trockenphases, das, in, das überträgt eine reiche, rauchigen Mandelnote an diese Mash, und das kommt bis hin in diesen Destillierungsprozess. Mit 30% gemälzte Gerste ist das eine ein Mashbill, was viel, viel höher ist als sonst bei Woodford Reserve. Und das resultiert, das gibt ja das Ergebnis, dass eine reiche, volle, gereifte Kentucky Straight Bourbon dabei ist. Bourbon muss immer 51%, also 70% Mais hat das. Meine Nase sagt, wow, interessant. Also da passierte ganz schön viel, muss ich sagen. Einen Moment. Ich kriege eine schöne Bourbon-Moment. Vanille. Also vom Klebstoff keine Rede jetzt hier. Aber dann geht es sofort über in eine Kirsche. Also wie ein Four Roses Kirsche. Aber dann kippt es wieder in eine Art Vanille-Kaugummi. Also ein Hubba Bubba, ein Kinder-Kaugummi. Und dann kommt noch ein Hauch von einer Mandarine. Wow, also das habe ich alles jetzt in diese Nase entdeckt. Also Vanille, Bourbon bis hin zu einer Kinderkaugummi mit einer Mandarine und Kirsch zusammen. Wow. Was ich nicht hier kriege, ist eine starke Rauchmoment.
Also Kirschholz heißt nicht, dass ich Kirsch schmecken muss. Also Kirschholz heißt, dieses Holz, dieses Kirschholz wurde angekokelt und es gibt genau wie bei Birkenholz und dann bei Mesquitholz und so weiter einen typischen Moment. Und Kirschrauch riecht nicht nach Kirschholz. Also ein Kirschholz schmeckt nicht nach Kirsche. Also das hat eindeutig hier mit dem 70% Mais und der 30% gemälzte Gerste hier zu tun. Aber ich habe einen Moment, der eine dunkle Baumrinde-Moment ist. Und das verbinde ich hier mit diesem Rauch. Also, das ist gut. Okay, ich probiere mal. Wow, der ist ganz anders. Wird nicht mein Liebling sein. Der Brandy Cask gefällt mir wesentlich besser, weil es hat nichts mit dem Rauch zu tun. Rauch ist so dezent hier, dass man das, dass ich als überempfindlicher Whisky Jason Guest kaum wahrnehme. Oh wow. Also, ich habe eine Beschreibung gehabt und diese Beschreibung passt absolut, aber es passt auf Deutsch nicht, weil man das hier gar nicht hat. Wir machen in Amerika manchmal Cheesecake. Und Cheesecake ist nicht Käsekuchen, wie wir es hier haben, sondern man muss sich so vorstellen wie ein Bienenstich mit Honig. Nicht mit Honig, mit dieser Füllung, mit diesem Puddingfüllung. Und dann unten für den Boden nimmt man Graham Crackers. Graham Crackers sind hier wie Ritz-Cracker, nur süß mit ein kleines bisschen von Nelke dazu. Eine furchtbare Beschreibung, das weiß ich. Das ist New York Cheesecake mit einem Graham Cracker Crust. Das ist so schön in dem Mund. Wow, das ist einzigartig gut. Und diese Graham Crackers macht man dann klein und dann oben drauf kommt dann diese Pudding und dann oben da drauf kommt eine Kirsche, was in eine Zuckerguss ist. Und das ist eine Strawberry oder ein Cheesecake. Und das ist, also der Abgang ist fast besser als das, was im Mund war. Also das ist eine einzigartig coole Sache hier. Wow, also das ist eine lang anhaltende Abgang. Also richtig, richtig gut. Also ich werde gleich einmal mit Wasser ein bisschen spielen, aber nicht damit es sein muss, sondern einfach, weil ich sehen will, was passiert. Erstens, es riecht nicht ganz, wie es schmeckt. Also diese Hubble-Bubble, diese Kaugummi-Moment, das habe ich im Mund nicht. Diese Kirschen, die da tatsächlich in diesem Zuckerguss da drin sind, das kriegt man manchmal so, wenn man auch zu einer Bäckerei hingeht, da gibt es diese Fruchtekuchen und da gibt es diesen Boden und dann kommt Kirschen da rein und man macht dieses Zucker, um das steif werden zu lassen, ein bisschen da rein und ein Gelatine und das ist das, was hier einfach mal in diesem Moment in meinem Mund da passiert. Wow, also Mensch, Chris Morris, bravo, gut gemacht, anders, aber gut gemacht. Mir gefällt der Brandy besser, mir gefällt der Double Oaked besser, aber für ein Masters Collection ist der einzigartig gut. Also, der ist auch ein bisschen Feuer da drin, nicht viel, aber der Alkohol ist gut da. Und das ist echt interessant. Also, ich muss den Abgang auch noch hier einfach mal da, denn der geht einfach nach oben. Als der Alkohol immer schwächer wird, kommt diese Kuchenmoment immer mehr. Also, eine richtig, richtig geniale Sache. Ich glaube, ich habe noch nie so etwas wie das im Mund gehabt bisher. Wow! Also, was gebe ich dem? Ich glaube, ich gebe denen sogar ein 2 plus. Da passiert echt viel. Wenn ich das mit einem Brandy vergleiche, vielleicht würde das mir besser schmecken. Ich weiß es nicht momentan. Ich hab's hier, warum nicht? Ich glaube, ich bin der erste Person, der sowieso das hier online verkostet hat.
Ich werde auch gleich ein englisches Video hier drehen. Ich glaube, noch nie hat jemand das online der 15er gegen der 14er, das 15er gegen der 16er hier verkostet. Also, ach, der ist so viel süßer und wohlgefälliger hier, der Brandy. Aber der ist ein bisschen bissiger und ein bisschen kirschhaltiger. Also damit wird dieser vanillige Moment verstärkt durch diese Brandy. Das ist eine richtig, richtig schöne Kombination hier. Und gefällt mir sehr gut heute. Und dann geben wir hier einen Moment noch ein bisschen Wasser. Es ist schon nur einen guten Monat her, wo ich das hier getestet habe. Aber ich weiß echt nicht mehr, was ich für eine Note gegeben habe. Das ist nicht so süß. Das ist nicht so wohlwollend. Das hat Charakter, das hat Biss, das hat Zähne, das hat ein eigenständiges Dasein. Das hier war einfach nur eine Woodford Reserve, der einen Finish bekommen hat. Der ist ein ganz anderer Beast vom Anfang an. Das ist 30% gemälzte Gerste, das ist 70% Mais und das war's. Da ist kein Roggen, kein Weizen, kein gar nichts hier drin. Und das merkt man, denn das ist eine richtig schöne Sache. So, schön, ich habe beide Flaschen hier. Also ich gebe das Ding hier einfach mal eine... Ach, ich glaube, ich habe das ein 2 Plus gegeben. Ich gebe das einfach eine 2. Der ist anders, der ist gut, der ist richtig schön. Preis-Leistungs-Verhältnis 148 Euro allerdings ist viel, viel zu teuer dafür. Also die 99 Euro, was ich dafür bezahlt habe, ist viel zu teuer. Aber das ist nur Normalpreis. In Deutschland ist das sehr, sehr schwierig zu bekommen und ich war einer der Ersten und bla bla bla. Also von daher muss ich schon sagen, Preis-Leistung gebe ich denen ein 3 Minus. Aber ein 2 Plus und ein 2 hier. Wow, der ist anders. Ich habe gesagt, ich werde den noch einmal probieren und ich werde ein kleines bisschen Wasser da rein tun und dann mache ich hier Schluss. Also, Wasser habe ich hier. So, lass uns sehen hier, was passiert, wenn ich nur ein Tropfen Wasser dazu tue. Tut sich nichts. Nase wird ein Hauch schwächer. Kaum eine Veränderung. Also, das ist so wohlig süß und das ist so eckig, kantig, gut. Also, beides hat so seine Vor- und Nachteile. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist, welche Master Collection Woodford Reserve kennst du? 12 gab es. Du kannst sie gerne googeln, irgendwas hier einschreiben. Beziehungsweise meine Zusatzfrage heute ist, welche Master Collection Woodford Reserve soll es in 13., 14. oder 15. Ausgabe noch geben? Was hat Chris Morris als Master Distiller noch nicht probiert? Hier ein bisschen geräuchte, gemälzte Malz. Hier ein Brandy Finish, Brandy Fass Finish. Was soll als nächstes kommen? Was ist deine Vermutung? Auch das könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Hier habe ich noch ein bisschen davon noch da für meine Flaschenteilung. Ich glaube 20 Zähler sind über. Die Flasche ist schon längst verteilt, tut mir leid. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, whiskyjason@gmail.com oder unten in jedem Video ist auch ein Link, denn dazu meine Sample-Liste könnt ihr fragen und auch dann bitte liken, abonnieren und anderen erzählen. Sonntagabends meine Livestreams. Vielen Dank, dass ihr zuschaut. Bis morgen. Bye, bye.